Das ist aus wie ein Hip-Hop angehoben. Der Arsch hängt, alles hängt. Leute, Reklamation bitte! Wo wollt ihr mit dem Chef machen? Immer nur kaputte Ware. Und dann noch mit dem Fuß. Aber ich hab schon gemerkt, du brauchst mich, um da mit deiner Seite ankommen. Ich brauch Likes, deswegen habe ich ihn ins Video aufgenommen. So, haut rein. Das ist auch ein unfallfrei, ne? Ich bin der Einzige, der unfallfrei ist. Tschö! Heute melden wir uns zum Thema Sonne blendet. Ford Focus ST. Ja. Jo. Ich habe schon ganz lange kein Ford gefahren, außer unseren Transporter. Ich muss eins sagen, vor 15, 16, 17 Jahren haben wir von dem Focus, spezifisch Focus, ganz viele verkauft. An Bodykits. Ja. Vielleicht können wir Sascha ein Bild raussuchen von meinem Focus. Ich hatte damals so Flipflop mit Flügeltüren und so. Damals war es cool. Heute fast cool. Schlüssel, extrem einfach, schlicht. Ja. Ne? Autohaus Kittler. Vielen Dank für die Zur-Verfügung-Stellung von diesem Geschoss. Der Sascha hat ihn abgeholt in Bochum und hat gesagt, Belze, du musst das Ding fahren, der ist echt geil. Und das machen wir jetzt. Komm. So, meine Damen und Herren, wisst ihr, was gerade mich der Sascha gefragt hat, bevor die Kamera lief? Wisst ihr, was er mich gefragt hat? Was tun die Sitzerei? Nee, ich bin fett. Du findest sowas witzig, ne? Ja, ich dachte wegen dem dicken Portemonnaie in der Tasche. Wo geht's an? Such mal, da habe ich auch erst mal geguckt. Ernsthaft? Ah, da. Ja, okay, Leute, das ist echt versteckt. Beim besten Willen, wenn man hier sitzt, ja, kann man hier nicht durchgucken, ja, weil dahinter, so schräg, ist der Startknopf. Ja, also Minuspunkt. Bevor ich damit losgefahren bin schon, habe ich schon Minuspunkt. So, Display, iPad. Hm. Ich muss mich dran gewöhnen, weil ich glaube, das hat jeder jetzt. Ja? Alle Fahrzeughersteller machen diese iPads, was ich nicht mag. Also entweder ich gewöhne mich dran oder ich fahre ein altes Auto. Ja. Also eins von beiden. Ich gebe mich dran. Aber hier, bei mir brennt es hier unter dem Hintern. Ich habe zuerst gedacht, das Getriebe, das warm wird von unten, aber Spaß. Normal hast du immer auf 3. Siehst du? Ich habe mitgedacht. Ja, nur wir haben jetzt 12 Grad. Ja. Ehrlich, ja. Alles muss ich selber machen hier, ohne Scheiß. Ne, so sehr übersichtlich das Auto. Gebaut, muss man sagen. Schön. Guck mal, der verrückte GLS-Fahrer ist hinter uns. Knöpfe. Ah, ist der Knopf? Das. Da. Das erste, was man eigentlich sucht. So, sehr übersichtlich, sehr einfach. Hm. Schlicht. Sehr gute Qualität. Jein. Okay. Ja, also das ist kein Leder, das ist alles Kunststoff. Ja. Aber es gibt auch gutes Kunststoff. Ja? Man muss natürlich sehr gute Qualität, heißt Top-Leder-Ausstattung. Ja? Ist das auch Kunststoff hier? Ja, das sieht so aus. Guck mal, wenn du drüber anfasst, das ist eine Fläche. Jo. Ja, die haben so eine Naht gemacht, sieht aus wie Leder, ist aber nicht. Das ist quasi in den Plastik so reingenäht. Dann siehst du, mich hätten sie schon veräppelt. Ich hätte es geglaubt. Ja, also das alles hier, das ist eine Fläche. Ne? Fühlt sich aber gut an. Also ja. Es gibt Plastik, wo du denkst, okay, wenn du das schon so machst, ja, stehen dir die Haare am Nacken. Ja? Hier ist das nicht. Ja, Galeriedach ohne Galerie. Der hat jetzt 280 PS glatt. Ja. Guck mal, Mongo Bongo, ja. Fahren auf die Autobahn über zwei Spuren. Ich meine, okay, ich verstehe, wenn du einen 40 Tonner hast. Ja, vielleicht hat der Typ 40 Tonnen gewonnen. Oh, der geht aber gut. Mhm. Hier drückst du gleich auf Modi. Modi? Modi. Der Modi. Oh, Kurva. Der ist gut. Der hört sich auch richtig gut an. Mhm. Krass. Meinst du, die war da auf der Kamera? Ja, alles weiß. Hä? Ja. Geil. Also ich bin echt, du machst Bock. Ja. Ich glaube, das könnte schon wirklich eine Konkurrenz zum Hyundai sein, ne? Mhm. Oder ist. Geil.
beschleunigt gut. Oder? Bisschen hart, nur. Klar, die Autobahnen sind wie immer voll. Wir fahren unsere Fahrten immer nachmittags. Ja, gut, dass die Kurve fahren. Okay, mach ich Zwischengas selber? Mhm. Auf Rennmodus oder Sport, glaube ich auch. Spaßmobil. Ja. Doch. Hat Bock gemacht gerade. Fühlt sich gut. So, boah. So ein bisschen Adrenalin. Mhm. Bei manchen Autos hast du das nicht. Ja, also die haben Dampf, aber die fühlen sich schon eher an wie eine S-Klasse. Aber hier ist doch das. Macht Bock. Macht Bock. Der macht echt Bock. Meinst du, ist alles Serie? Ja. Auspuff alles, hat er gesagt. Mhm. Ja, man muss gucken, was alles dabei ist. Ja, eben. Ne? Ich denke mal, Lenkrad, das wird dabei sein. Ja, gut, muss ja. Das geht gut. Kurva. Rausgefahren, ne? Ja, auch schon. Ja? Klar. Und? Dann kannst du ja eine Entscheidung fällen. Weiß ich nicht. Also ich finde beide geil, ehrlich jetzt. Also jetzt ohne Quatsch. Ja. Ja? Ich finde beide sehr interessant und beide Überraschung, wirklich. Hm. Schade, dass es so voll ist. Ich hätte so ein bisschen. Okay. Doch, der macht Bock. Ich bin gespannt, ob man das wirklich im Video hören kann, was für einen geilen Sound der hat. Ich glaube, die haben ja auch diese Soundverstärker ein bisschen im Innenraum. Aber trotzdem. Und vor allem hat er nicht so die übertriebenen Rohre hinten, wie du das sonst immer so hast, ne? Oder der Cupra, sag ich jetzt mal, der hatte vier ne, Endrohre. Mhm. Der hat zwei, ein rechts, ein links. Dezent, schwarz, siehst du nicht. Ja, bin gespannt, ob so viele Ford Focus ST-Fahrer da sind. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, das, was ich bis jetzt so mitbekommen habe. Ja, mich haben auch viele bei Instagram angeschrieben. Boah, die fahren aber auch alle, ne? Scheiße. Ja. Also Leute, wer so ein Auto nicht kennt, ja, so ein Focus ST nicht so auf dem Schirm hat, der muss wirklich unbedingt beim Ford-Händler sich das Ding einmal zur Probe ausleihen. Wenn man nicht fragt, meistens sagen die kein Problem. Geil finde bei Ford, ich glaube, bei Ford serienmäßig sind die beheizbaren Scheiben. Das sieht man immer, ne? Ich finde das geil. Weil ich weiß das, weil ich habe damals, einen Ford Escort gehabt. Der hat das schon gehabt, damals war jetzt 91, der Focus, der mich hatte, hat das auch gehabt. Und sogar unseren Transporter, beim Gutachter, hat das auch. Ja. Ich finde es geil, machst du tschink, morgens, 3 Sekunden später hast du alles freiwillig. Ja, das sind Kurven, obwohl Winterreifen. Ja. Hat schon Bock, ne? Na schön. Lass uns ein bisschen jetzt in die Firma fahren. Ja. Oder in die Firma? Zur Firma, in die Firma. In die Firma wäre es schlecht mit dem Auto. Obwohl da hinten ein Tor, ne? Da kann man auch sag rein. Mal, das kann man so also sagen. Komm, lass uns in die Firma fahren. Ja, kann man sagen. Na, vom Verkauf. Ja. Böser Blick. Das war auch so das Erste, was sich, glaube ich, jeder gekauft hat, ne? Ja. Einen bösen Blick. Mhm. Gab es auch, glaube ich, für jedes Auto, oder? Ja, ja, sogar für einen Fiat Multipla. Ja, da müssen wir auch noch. Stimmt, wir haben das vergessen, das Konzept.
Ey, das ist gut. Guck mal. Ja. Morgen. Festhalten, Sascha. Andere Seite. Das machen wir natürlich nicht. Ich wollte gerade gucken, hat der gar nicht mehr, ne? Nee. Hat kaum noch ein Auto. Ja, das vermisse ich. So sieht's aus. Knopf, leg mich voll auf. Okay. Ja, finde ich nicht gut. Gar nicht gut. Hätte man irgendwo anders platzieren müssen. Oder besser schon hier. Hm. Nur ich, wenn ich so mache, suche ich den Knopf hier. Der ist ganz schräg, ganz nicht. Oder wäre das so wie hier auf der Seite? Ja, genau. Ja, nicht, ja. Nicht so. Aber vielleicht ist das, ja, weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall, was auch immer, wie auch immer, Knopf nicht bestanden. iPad, gut, ist Serienausstattung, glaube ich, bei allen Autoherstellern. Deswegen, ja, ich muss mich dran gewöhnen. Schlecht ist aber nicht. Ich habe das einzige Manko, was ich bei dem Auto gefunden habe, ist Start-Stopp-Knopf. Ne? Ansonsten. So, hier kannst du es cool. Kannst du auch verschieben. Schlecht hier. Achso, runter, du kannst, das ist echt cool. Manchmal hast du kleine Flaschen, genau. Große Flaschen. Mach nochmal auf. Nö. Bitte. Das ist sicher. Was machen die in dem Auto? Ich hab die auch schon gesehen. Aber die sind frisch. warte. Lass uns mal von außen gucken. Genau, lass uns von außen quatschen. Was eine geile Rückleuchte hat. Finde ich richtig sexy. Ja? Mhm. Ist sehr schön. Ist auch diese, wie heißt denn das, Technik? Ist kein LED, das ist, glaube ich, andere diese. Ja, finde ich nicht schlecht. Der Diffusor, auch cool, ziemlich cool abgesetzt. Ich bin weiß, mich wundert mich, ehrlich gesagt. Weil eigentlich hätte ich ihn schwarz gemacht. Ja. Aber, ja. Ja, ja, gefällt mir. Fetten Spoiler, guck mal, schon geil. Sieht aus wie getuned, ne? Schon nach oben, nicht einfach nur flach. Finde ich richtig cool. Nee, sieht gut aus. Guck mal von hinten so. Aber wenn du jetzt das Auto hier anguckst, ne? Die sehen schon krass ähnlich aus, oder? Mhm. Ist immer ohne Scheiß. Guck mal, die Tür, diese Partie zum Beispiel hier, die Stoßstange wird genau hier getrennt, zurückleuchtet. Ja. Hat er auch. Ja. Die Tür auch. Das Seitenteil hier mit dem Knick auch. Gut, das Fenster ist anders aufgeteilt, wenn man das ein bisschen anders aufteilt, hier das. Mhm, schmaler, ne, bei dem Hyundai. Schmaler und geht ein bisschen so, ja, okay. Aber schon sehr ähnliche Fahrzeuge, ja. Schweller, jo, für eine Serie, super. Ja. Motorhaube finde ich geil, dass die hier diese ganzen Wölbungen und ja, so eine schöne ausgeprägte Motorhaube. Ne? Finde ich cool. Mach als Basisauto gut. Ja. Ja. Ich habe manchmal viel zu meckern, manchmal wenig zu meckern. Ich meckere aber sowieso, so wie ich das sehe. Ne? Nur weil ich meckere und sage, was weiß ich, keine Ahnung, Start- und Stopp-Knopf ist versteckt, gefällt mir nicht. Heißt das nicht, dass das euch nicht gefällt oder irgendeinem da draußen? Ich glaube, der mit so einem Whitebody sieht schon nicht schlecht aus. Ist schon geil, ja. Er muss nicht mal Whitebody. Wir können was, ja. Nein, wir machen Whitebody. Ja, ne? Wir machen Whitebody. Ja. Ja. Front, ja. Ich glaube, wenn man die ein bisschen anders lackiert, schon, wird der anders aussehen. Ja? Nur farblich schon allein, wenn das anders abgesetzt wird. Die Scheinwerfer sind schwarz, finde ich richtig geil. Ja? Es gibt Autos, die haben das Silber. Also hier, der ganze Innenleben ist schwarz, finde ich richtig geil. Ja? Guck mal hier, so kleine, feine Dinger. Ja. Ja? Das ist einfach, im Prinzip kann man es glatt bauen. Ja? Aber macht natürlich viel her, wenn da so schöne Ausprägungen sind. Ne? Ich finde Mondeo schön. Mondeo. Mein Nachbar dann, ja. Und ich finde einen neuen in Bordeaux. Finde ich geil. Also wenn er sauber ist, schönste Farbe bei uns in dem Gebiet, wo ich wohne. So sieht's aus. Ja. Also Sascha, nicht lange quatschen, Fotos machen, Design, Whitebody, es ist breit, meine Damen und Herren.